Hallo von Toms Korallen, heute mitten in Progress. Hier sieht's aus wie Sau. Da seht ihr Eike, der ist heute auch mit am Start. Wir wollten euch einfach mal zeigen, was jetzt gerade hier so Phase ist. Hier hat sich in den letzten zwei Wochen hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Bei uns ist absolutes Chaos ausgebrochen. Das hat zwei Gründe. Ihr seht hier hinten, es steht alles zu, es ist alles staubig wie Sau. Denn im letzten Video noch davon gesprochen, dass dieses Becken kommen soll. Jetzt ist es da. 2,40 Meter breit, 80 tief, 80 hoch. Absolutes Traumbecken für SPS. Es ist vom Handling her anspruchsvoll. Letztes Mal hatte ich das ja auch schon angedeutet. Es ist sehr hoch, aber mit einer Leiter klappt es und ich komme mit einer Leiter auch mit dem Arm auf den Boden. Also von daher alles in Ordnung. Ansonsten sind wir ja inzwischen sehr fit, was das Handling mit den Greifern angeht. Ja, hier sieht es aus wie Sau. Nicht der. Da kann er nichts zu. Weil wir nämlich den Riffaufbau bauen. Wir basteln uns den Riffaufbau immer selbst zusammen. Aus totem Riffgestein. Das kommt dann in so handlichen Brocken. Beziehungsweise diesmal habe ich handliche Brocken gestellt. Ansonsten machen wir uns immer mit dem Bohrhammer klein. Und das mörteln wir dann zusammen. Und habe ich ein Konzept? Nicht so wirklich. Ich mache eine Struktur auf dem Boden, die aus Ästen besteht. Und die werden dann in 2 bis 3 Etagen hochgestapelt und miteinander verklebt. Hab schon mit ein paar Leuten gesprochen hier. Ralf Gierse, Gruß an dich. Meinte, warum nimmst du nicht hier die Eco Reef? Eike, du wolltest auch, dass wir Eco Reef nehmen, oder? Ich dachte, wir probieren es mal. Ja, aber ich will kein Eco Reef. Das ist ein Nachzuchtbecken, beziehungsweise ein Mutterstockbecken, wo wir dann unsere Korallennachzuchten draus entnehmen. Und ich mache das ja seit 3 Tagen jetzt, die Meerwasseraquaristik, also seit 2004. Ich habe schon einige Riffaufbauten dadurch gesprengt, dass da mal 3 Stylos drauf gesessen haben, die jeweils 5-6 Kilo gewogen haben. Und dann sind mir einfach die stabilsten Sachen auseinandergebrochen. Das hier, das sind so eher die filigraneren Äste. Die sind dann für den oberen Bereich. Und hier ist auch noch einer, der ist auch filigraner. Wie mache ich das? Ich lege mir das so, wie ich das will. Dann mache ich mir unsere Mische mit dem Mörtel, mit dem wir auch die Ablegersteine machen. Und dann gehe ich da von oben einmal drüber und dann lasse ich das eine Nacht über trocknen. Dann drehe ich das um und dann nehme ich mir ein paar kleinere Steine und gehe nochmal in die Stellen rein, wo der Mörtel nicht ganz durchgesuppt ist, dass das dann auch richtig stabil wird. Haben wir bisher nur positive Erfahrungen mit. Ich mache seit 6-7 Jahren, baue ich nur noch so auf. Hier liegt ja auch so ein Aufbau zugrunde. Das ist sehr stabil, das ist sehr solide und ich habe jetzt von einigen gehört, ja, aber so ein Zement löst sich auf. Das kann sein, ist mir aber noch nicht in der Zeit passiert, in der ich damit arbeite. Also wenn so ein Ding ein paar Jahre hält, dann reicht das ja auch. So, jetzt zu dieser Anlage. Das ist nämlich auch ein Grund, wieso es hier gerade so schrecklich aussieht. Der Hauptgrund. Der Hauptgrund. Kannst du uns sagen, warum? Wir haben ein 700 Liter Becken von einem Kunden aufgelöst, von dem lieben Andreas. Und wir haben viele Korallen noch mit dazu bekommen und vor allen Dingen haben wir auch noch ein bisschen Riffgestein dazu bekommen. Ja. Hier diese ganze Keramiksäule ringsherum. Dann haben wir hier auch noch ein paar Fische übernommen. Oh ja, Fische, die wir uns normalerweise niemals einsetzen würden. Ihr seht hier einen Papageifisch, das ist übrigens der Quoi, das ist der einzige Papageifisch, extra noch nachgeschlagen, wie der mit Nachnamen heißt, Vorhässer, der einzige, der reef-safe sein soll. Hier bei den LPS wird er wahrscheinlich wenig Schaden anrichten, deswegen ist er hier mit drin. Es sind auch 2 Drückerfische, die sind nur ein bisschen kamerascheu. Drückerfische sind auch noch mit reingekommen. Ja, und noch alles mögliche andere. Da ist einer, Blaukehldrücker, auch die einzigen Drückerfische, die reef-safe sein sollen. Wir würden uns übrigens selber niemals solche Fische reinsetzen. Wir setzen eigentlich immer nur Fische rein, die einen Zweck im Riff haben, also die bei uns im System eine konstruktive Aufgabe erfüllen. Aber wenn wir aus einer Kundenauflösung hier Fische übernehmen, wir machen übrigens normalerweise auch keine Kundenbeckenauflösung. Wir haben das nur gemacht, weil der Andreas ein Kumpel von uns ist und eben anwohnt. Deswegen sind seine Tiere hier mit eingezogen. So, was ist in der Vergangenheit passiert? Okay, es kam in der Vergangenheit zu ein paar Verwechslungen. Ja, mit einem anderen Shop, der irgendwie so ähnlich heißt wie wir, ne? Genau, und jetzt haben wir uns gedacht, okay, jetzt kommen ein paar Kartons mit unserem Logo. Da, wie heißen wir? Toms Korallen. Einfach nur Toms Korallen, ohne irgendwas anderes dran, einfach nur Toms Korallen. Ja? Und überall
wo ihr nämlich unsere Zoa seht. Das ist übrigens die Zoa, ihr erinnert euch vielleicht, da gab es mal so ein Zoa-Poster mit den 100 beliebtesten Zoas. Das war tatsächlich von uns. Und das hier ist seitdem, das ist eine abstrahierte Zoa von diesem Poster, seitdem ist die unser Logo von Tom's Korallen. Genau, also nur original mit der Zoa. Nur zu eurer Bestellung gibt es auch jetzt immer noch einen Sticker mit dazu. Oh, und da kommt noch was, ne? Da kommt noch was. Wir machen nämlich Schlüsselbänder. Also ich habe schon die zur Druckfreigabe, habe ich eine Version von einem Schlüsselband gekriegt und das sah saugeil aus. Alle, denen ich das gezeigt habe, die wollen diese Schlüsselbänder haben. Wir werden die in den Shop mit aufnehmen und ansonsten gibt es die bei Bestellung über einen bestimmten Bestellwert, gibt es dann so ein Schlüsselband gratis mit dazu. Ich weiß noch nicht, wann die kommen. Die Druckerei hat gesagt, sie brauchen ein bisschen. Aber ich bin schon sehr gespannt, wann die kommen und wie sie dann tatsächlich aussehen. Also ihr seht hier, es ist viel voller geworden. Wir haben hier auf der linken Seite einmal diesen Unterbau, den haben wir dazu gekriegt. Und wir haben hier auf der rechten Seite diese Keramikelemente von Andreas mit übernommen. Ursprünglich war unser Plan, dass wir den ganzen Kram verwerfen, also wegschmeißen. Haben wir nicht gemacht. Wir haben es hier mal reingestellt, um es auszuprobieren, weil da noch ein paar schöne Korallen drauf waren. Wir mussten die irgendwie wässern, damit die nicht kaputt gehen. Wir hatten nicht die Zeit, die da runter zu kloppen. Und dann haben wir einfach die gesamten Säulen hier reingestellt und haben gesehen, hey, das sieht aber verdammt gut aus. Und da jetzt auch mehr Fische drin sind, brauchen wir mehr Versteckmöglichkeiten. Das war mit diesem solitär stehenden Aufbau, das war ja vorher sehr gestaltet. Ich blende euch jetzt nochmal ein, wie das vorher aussah. Da hatte das zwar so diesen Instagram, wie heißt das? Okinawa Reef Aquascaping Charakter. Das sah toll aus, war für die Fische aber so suboptimal. Ne? Da haben Versteckmöglichkeiten gefehlt. Und jetzt haben wir das Ganze weiter aufgefüllt, haben versucht, den Charakter des Riffs immer noch zu erhalten und haben jetzt aber viel mehr Stellfläche und viel mehr Versteckmöglichkeiten für die Fische. Außerdem ist das fischtechnisch ganz schön voll geworden. Aber inzwischen haben sich die Fische auch ganz gut eingelebt. Ich meine, was das letzte Woche für ein Treiben da drin war, wie hektisch die alle waren, weil sie sich noch nicht kannten. Aber jetzt haben sie sich eingefunden, jetzt ist alles entspannt. Was machst du? Schaufütterung hier? Hey. Genau. Was hast du denn da als Futter? Spirulina. Ach, das ist auch von Andreas. Andreas hat uns einfach alles rübergebracht, was er hatte. Sprich, da stehen auch noch zwei Kofferraumladungen mit Technik und sowas. Die werden wir übrigens demnächst im Kundenauftrag verkaufen. Also wenn ihr noch Abschäumer braucht, da sind Stratons mit bei. Das stelle ich dann alles in Kundenauftrag noch auf die Website drauf. Ist aber nur zur Abholung. Das mit dem Versandrisiko, das ist mir zu hoch. Ein kurzes Korallenporträt zu einer Koralle. Wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen einzustreuen. Immer mal so ein bisschen so, dass wir mal eine Koralle weiter beleuchten. Heute für euch Leptastrea John Deere. Eike, was ist das für eine Gattung? Wo gehört die zu? Das ist eine LPS, eine überwachsene LPS. Das heißt also, sie macht kein großes Skelett. Ja, eine sehr schöne Koralle, sehr schöne große Ableger, eine Alternative zur Montifora. Also zu den überkrustend wachsenden Montis, ne? Genau. Weil die Leptastrea John Deere, die überzieht Gestein. Die Leptastrea John Deere ist eine Leptastrea, ist eine LPS, das heißt, sie braucht relativ wenig Licht. Sie kommt auch mit mittelschwacher Strömung zurecht. Das Einzige ist, wenn sie eine größere Fläche bildet auf dem Gestein, dann kann sich dann natürlich Detritus ablagern. Das heißt, die Strömung sollte zwischendurch schon drüber gehen und den Detritus wegpusten. Ansonsten ist die vollkommen anspruchslos und für Anfänger geeignet. Ich finde die John Deere, also es gibt viele Leptastrea-Formen oder Farbmorphen auch, und die John Deere ist eigentlich eine sehr schöne. Sie ist bei Tageslicht genauso bunt wie unter Blaulicht, also eine wirklich sehr schöne, farbstarke und einfach zu haltende Koralle. Findet ihr bei uns im Shop. Wir hatten neulich schon mal eine Aktion. Wenn ihr den Code John Deere eingibt, dann gibt es auf die Leptastrea John Deere nochmal 25%. Und ich hoffe jetzt, dass wir keine Markenrechtsklage von John Deere kriegen, weil das ist ein Landmaschinenhersteller. Und diese Koralle heißt so, weil sie das gleiche Farbschema hat wie die Firma John Deere aus den USA. Bei all dem Chaos muss ich eins noch sagen. Fauna Marine hat zur Interzoo das System Bolus gelauncht. Das ist ja gerade sehr kontrovers in aller Munde. Also Bolus bedeutet ja eigentlich nur, dass man das Balling Light System von Fauna zu einem anderen Zeitpunkt dosiert. Und zwar, dass man vorne eine halbe Stunde bevor das Licht angeht, einen großen Schubs KH dosiert.
und eben an die Beleuchtungsperiode auch auf den prognostizierten Verlauf des pH-Werts und des CO2-Verbrauchs anpasst. Was das jetzt genau ist, müsst ihr bei Fauna Marine nachgucken. Die haben da auch eine tolle HTU auf ihrer Homepage drauf. Ich verlinke euch das mal. Aber das ist eigentlich schon das Bolos-System. Wir betreiben dieses Becken schon seit ungefähr einem Jahr mit dem Bolos-System. Das heißt einfach nur, dass wir die KH-Dosierung auf den Schlag reingeben. Das Becken stand mal nicht ganz so gut. Da habe ich gedacht, ja, probieren wir mal aus. Mehr kaputt gehen kann auch nicht. Hat funktioniert, funktioniert immer noch. Wir haben hier inzwischen eine KH-Differenz von 1,5 bis 2 über den Tag. Und das kriegen die Korallen ganz locker weg. Ich muss jetzt nur mal gucken, ob wir mit unseren kleinen Refactory-Dosierpumpen da weiterhin auskommen oder ob wir eine größere dran machen sollen. Wo wir nämlich auch schon bei diesem System sind. Wir gucken gerade hier in unsere Nachzuchtanlage rein. Ihr kennt sie. 6 Meter lang, 1,40 Meter breit, in drei Becken unterteilt. Und hier läuft das klassische Bunning Light. Und die Korallen stehen gerade pervers gut. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Klingt jetzt total bescheuert. Wir haben letzte Woche eine ICP gemacht. Ich habe letzte Woche schon gesehen, dass die Korallen sehr, sehr gut kommen gerade. Dass sie einfach sehr schöne vitale Spitzen haben, dass die eine geile Polypenexpansion haben, dass eigentlich alles super ist in der Anlage. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine ICP, wir stellen fest, was anders ist im Vergleich zu den anderen ICPs und jetzt versuchen wir diesen Zustand zu erhalten. Und das Bescheuerte ist, die ICP ist genauso schlecht wie sonst auch. Also, ich habe keinen Schimmer, was mit dieser Anlage los ist, dass die Korallen auf einmal so gut stehen. Eike, hast du eine Ahnung? Du warst im Urlaub und wir haben uns darum gekümmert. Daran hat es gelegen. War ich im Urlaub? Arbeitsreise. Aber es stimmt, ich war eine Woche in München. Ich kann mich nicht dran erinnern, weil aus Gründen. Dann machen wir heute noch Ableger. Schöne quietschgrün-gelbe Meloporen. Und dann haben wir hier auch noch ein paar lila Meloporen und sowas. Und dann kommen unsere Tenues auch gerade ganz gut. Also wir werden jetzt hier heute mal wieder ein bisschen fragmentieren und zusehen, dass wir die Anlage wieder vollkriegen und dass wir in drei Wochen wieder mit schönen, frischen Aquaporen für euch am Start sind. Ich gebe mir immer so viel Mühe beim Verpacken. Also wenn ja, Eike ist nämlich unser Verpackungsmeister. Wenn ihr eure Korallen zu Hause auspackt, dann packe ich die meistens. Ja. Lasst uns doch einfach eine nette Google-Bewertung mal da, damit unser Shop ein bisschen weiter nach oben kommt. Wird uns sehr freuen. Hallo Gunnar. Herr Und wenn ihr nicht zufrieden seid mit der Lieferung, dann sagt er mir Bescheid und dann finden wir eine Lösung. Wenn wir eins sind, dann sind wir hier äußerst kulant und lösungsorientiert. Also, in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.